Hallo, willkommen zu Toonstruck. Und ich habe jetzt offscreen mal überlegt, habe versucht, Items zu kombinieren, was nicht geht. Damit können wir anscheinend auch noch nichts machen mit dem Schlagloch, aber ich bin dann in die Kneipe gegangen und ich habe wirklich nicht in der komplette Lösung oder so geschaut, sondern und dann habe ich die Maus gesehen, die immer noch da liegt und habe gesehen, da ist so ein Handsymbol über der. Und jetzt haben wir die Maus in unserem Inventar. Daran habe ich mich natürlich nicht mehr erinnert. Aber ich erinnere mich eben, was wir mit der Maus machen können. Denn um ins Trickreich zu kommen, brauchen wir eben nicht eine Erdnuss, weil der dann eben in die andere Richtung fahren würde. Sondern wir brauchen eben die Maus, damit er eben vor der Maus Angst hat. Denn eine wichtige Cartoon-Regel ist ja, Elefanten haben grundsätzlich Angst vor Mäusen. Ich weiß nicht, wie es damit in der Realität aussieht. Auf jeden Fall in Cartoons ist es eine Grundregel. Und jetzt können wir doch einfach die Maus nehmen. Eine bewusstlose und leicht angekratzte Maus. Ja, wir nehmen die Maus, legen die da hin. Und auf zum Trickreich. Ich fürchte, der gute alte Erschrecke einen Elefanten mit einem kleinen Maustrick funktioniert mit einer ohnmächtigen Maus nicht richtig. Okay. Wollen wir doch mal schauen, was wir haben, um die aufzuwecken. Ach nein, nicht in die Richtung. So kommen wir mit. Ja, ich vergesse es, dass man hier rausgeht. Was haben wir denn? Eine Gießkanne voll extrem stark riechendem Dünger. Und das ist eben das Schlüsselwort. Tut mir leid, kleines Kerlchen, aber es ist Zeit aufzuwachen und den Dünger zu schnuppern. Ja. Und dann entgegen den Sachen, die ich eigentlich gesagt habe, geht es jetzt doch schon ins Trickreich. Und dann werden wir hier erstmal zwischen Trickreich und Niedling umher leveln. Bis wir nach Widerlingen können. Wir fahren ins Trickreich! Ich liebe es, ins Trickreich zu fahren! Sind wir schon... Ja, wir sind schon da, Flux. So, wir haben hier drei mögliche Wege. Danke, dass Sie mit Trickreich-Tours geflogen sind. Das Gebäude zu Ihrer Linken ist Jim's Gym. Oder auf Englisch Jim's Gym. Was ist das? Der Weg rechts führt zu Wack Me. Ach was. Ach so, ja. Voll des Trickreich. Wo man selten nur hört, von Verstand ungestört. Mhm. Wo als Leibspeis ich seh, Mango-Diesel-Soufflé. Eure Nationalhymne? Jau, Heimat der Verwirrten. Ja, schön. What? What? Jim's Gym oder... Niedertrickreich, Obertrickreich. Ach, gehen wir erstmal zu Niedertrickreich zu Wack Me. Bei der Uhr. Okay, können wir das klauen? Ach, wir müssen eine bestimmte Zeit irgendwie dann einstellen, sicher. Irgendwann mal. Eingang zum Kaufhaus Wack Me. Okay, Präsentomat. Was sehen wir denn hier auf den schönen Bildern? Was hat es mit den ganzen Bildern auf sich? Sie sehen hier die Menschen, die uns in der ganzen Welt am liebsten sind. Unsere zahlenden Kunden. Jedes Gesicht an dieser Wand gehört einem rundum zufriedenen Kunden. Vor allem Polizei, ne? Ein glücklicher Haufen? Klar. Ja, zumindest diejenigen, die noch ein Gesicht zum Lächeln haben. Schau dir nur all diese zufriedenen Kunden an. Achso. Ja, okay, was, bevor wir mit denen reden, was haben wir denn hier? Gratis Präsentmaschine. Wenn ich kurz mal eure Präsentmaschine ausprobiere? Es würde mich allerdings stören, mein Freund. Diese Maschine ist für unsere zahlende Kundschaft bestimmt. Aber ich bin doch ein zahlender Kunde. Erinnert ihr euch denn nicht mehr vor ein paar Tagen? Da habe ich doch diesen ganzen Kram... gekauft. Bestimmt. Gekauft? Nö. Aber ich sage dir was, mein Sohn.
Zeig mir einfach den Wackmi-Kram, den du hier gekauft hast, und ich lasse dich gerne unsere Maschine benutzen. Ein Boxhandschuh. Kann es vielleicht sein, dass die Kette haben wir doch von dem einen Verkäufer bekommen? Kann es sein, dass sie so billig ist, dass die... Genau. Nee. Ach, wahrscheinlich müssen wir wirklich hier irgendwo was besorgen, denn ich glaube. Hey, Clef! Ach doch! Hey, Clef! Willst du mitkommen zum Schollenspülen? Keine Zeit, nee. Muss Bestellungen ausschreiben und Köpfe einschlagen. Gut, dann brauchen wir hier irgendwas, was wir gekauft haben. Ja, dann gehen wir jetzt doch gleich wieder ins... Wow, unterdessen! Da, so sollte es gehen. Wer ist da? Ich bin es, euer Übelkeit. Ich bitte tausendfach um Verzeihung, doch ich spüre eine neue Präsenz in Niedlingen. Ich habe keine Zeit für neue Kaninchen. Ich habe zu arbeiten. Das ist kein Kaninchen. Ich habe ein solches Geschöpf noch nie zuvor gespürt. Verstehe. Ist es, gefährlich? Es scheint harmlos. Bis jetzt. Gut, aber beobachtet es weiter. Ich kann keine Störenfriede gebrauchen. Ich muss jetzt meine Maschine wieder aufladen für den nächsten Schlag. Jawohl, mein Herrscher. Hier ist auch so ein Schlagloch wie ein Niedling. Rundes Loch. Das ist doch kein Zufall, ne? Der Trickreich. Naja, dann weiß der Widerlust jetzt, dass wir da sind. Oh, da ist der Polizist, den wir auf dem Bild gesehen haben. Reklame für einen Ratewettbewerb der Firma Wackmi. Ah, die Nummer, die wir anrufen können. Wir müssen eine Hotline anrufen und fast unlösbare Rätsel lösen, ist es soweit. Sie haben den Wackmi-Wettbewerb gewonnen, aber längst nicht jeder ist ein Gewinner. Ein Gratisprodukt von Wackmi gehört schon heute Ihnen, zumindest in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie alle unsere Fragen richtig beantworten. Es stimmt wirklich, es gibt absolut keinen Haken an der Sache. Außer, dass sie eben jede einzelne unserer abartig schweren Fragen zu unserer vollsten Zufriedenheit beantworten müssen. Wir bezweifeln es aber. Glauben Sie es ruhig, heute ist Ihr Glückstag. Rufen Sie jetzt an, um Ihren Gewinn zu erhalten oder um zumindest eine Menge Fragen vorgesetzt zu bekommen. Ja, find ich toll, dass sie halt auch wirklich hier so fett gedruckt ist, was die meisten lesen, ist so voll sympathisch und dann... Also, so, ja, du kannst gewinnen und dann so zwischen der Zeit und nee. Ich schreibe mir mal die Telefonnummer auf. Wackmi, blau, lila, rot, orange, gelb, grün, orange. Okay. Dann reden wir erstmal mit dem Wächter. Entschuldigen Sie, Sir. Örtchen Sicherheitsdienst. Mhm. Ich muss die Gentlemen bitten, von den sanitären Einrichtungen zurückzutreten. Ach ja? Oder was? Als professionellem Mitglied des Örtchen Sicherheitsdienstes unterliegt diese Spülung samt ihrer dazugehörigen Bauteile und Grundstücke meiner Rechtsprechung. Kurz gesagt, ja. Ich bin für Sie hier das Gesetz. In dieser Funktion bin ich ermächtigt, mit Übeltätern, Scharlatanen, Verbrechern, Attentätern, Sachbeschädigern, Widerlingen, Halsabschneidern und Spülungsschändern so umzuspringen, wie ich es für richtig halte. Das umfasst notfalls auch ein paar gnadenlos saftige Schläge an den Kopf mit einer Schaufel. Ich glaube, wir sollten lieber tun, was er sagt. Ich schwöre dir, wenn ich nicht zufällig so ein jämmerlicher Feigling wäre, würde ich ihn richtig fertig machen. Ja, bin ich überzeugt, Flax. Das sieht aber echt sauber aus, dieses Gyms. Gym. Verstehe ich das richtig? Sie bewachen dieses Häuschen? Korrekt. Niemand darf hier rein, bevor die Uhr zum Ende meiner Schicht schlägt. Trickreich Strafgesetzbuch Sektion 7 unter Paragraf 12. Aber was ist bei... Naja, Sie wissen schon, bei einem Notfall? Ein Notfall beim Schollenspülen? Schollenspülen? Ja, sicher. Was sonst kann man denn in einem Örtchen machen? Sir, ich muss Sie ernsthaft warnen. Ein Örtchen zu irgendeinem anderen Zweck zu betreten als zum Schollenspülen?
würde als einschlägiges, vorsätzliches Toilettieren angesehen. Eine Straftat, für die ich Ihnen Schmerz zufügen könnte und würde. Hey, was sollten wir denn sonst wohl da drinnen machen? Stimmt's, Flachs? Ja, stimmt. Ja. Wir dürfen da also wirklich nicht rein? Wir versprechen auch nichts dreckig zu machen. Sie können weder reingehen und etwas dreckig machen, noch reingehen und nichts dreckig machen. Was ist mit dreckig machen und dann reingehen? Wenn die Uhr von Trickreich schlägt, ist meine Wache zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt und keine Sekunde früher dürfen Sie und Ihr Freund zum Schollen spülen. Mann, das ist aber ein pflichtbesessener Wächter. Das kannst du wohl sagen. Nein, ich meine wirklich pflichtbesessen. Die Uhr von Trickreich ist kaputt. Die hat seit Jahren nicht mehr geschlagen. Himmel, das ist aber mal eine lange Schicht. Ich wette, er ist ganz schön fertig. Möglich. Außerdem ist er wahrscheinlich müde. Wir müssen nur herausfinden, wann seine Schicht zu Ende geht. Strafgesetzbuch von Trickreich, Abschnitt 5, Unterparagraf 25. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Uhr von Trickreich defekt, kaputt oder beschädigt ist, kann ein Wächter des Örtchen Sicherheitsdienstes auch durch den diensthabenden Abortkommandeur aus seiner Schicht entlassen werden. Der diensthabende Abortkommandeur weist sich durch seine violette Hautfarbe und grüne Brillengläser aus. Wachmann! Achtung! Ich löse Sie hiermit von der Wache ab! Weggetreten! Als professioneller Wächter des Örtchen Sicherheitsdienstes stehe ich täglich an vorderster Front dem Abschaum der Welt und dem niedrigsten Gesindel der Gesellschaft gegenüber. Also den normalen Bürgern. Es gibt keine Scharade, keinen Schwindel oder Betrug, den ich nicht schon gesehen, gehört oder gerochen hätte. Daher finde ich Ihre Abortkommandeursnummer peinlich durchschaubar. PS. Jeder weitere Versuch, sich als Offizier des Örtchen Sicherheitsdienstes auszugeben, ob vorgesetzt oder diensthabend oder was auch immer, wird zur sofortigen Hochgeschwindigkeitseinführung meiner Faust in Ihre Augenhöhle führen. Leutnant Block, Achtung, Rückzug. Ah, okay, dann reden wir erstmal weiter. Ich dachte, da fragen wir, wie viel Uhr ist denn die Schicht vorbei? Wachmann, ich wollte Ihnen nur mitteilen, wie beeindruckt wir von Ihrer gründlichen Arbeitsweise sind. Vielen Dank, Bürger. Und jetzt bitte weitergehen und... Allerdings halte ich es nur für fair, Ihnen mitzuteilen, dass die Uhr, auf deren Glockenschlag Sie zum Feierabend warten, Sie wissen schon, damit Sie heimgehen können zu Ihrer Familie, vielleicht etwas ausruhen, ein Fußballspiel anschauen, dass diese Uhr, naja, kaputt ist. Sie hat seit Jahren nicht mehr geschlagen. Seit Jahren! Deshalb war Ihre Wache eigentlich schon vor sehr, sehr langer Zeit zu Ende. Strafgesetzbuch von Trickreich, Abschnitt 3, Unterparagraf 17. Kein Bürger und keine Bürgerin darf wissentlich einen Wächter oder eine Wächterin des Örtchen Sicherheitsdienstes bei der Ausübung seiner oder ihrer Pflicht täuschen, betrügen, übers Ohr hauen oder hinters Licht führen. Hey, ich habe noch nie betrogen. Ich würde Sie nicht mal im Traum übers Ohr hauen. Sonst wird der besagte Wächter bzw. die besagte Wächterin eine große, unbehaarte Beule auf der Fontanelle des besagten Bürgers oder der besagten Bürgerin entstehen lassen. Einen schönen Tag noch, Meister. Ja, einen schönen, endlosen Tag. Na gut, wir wissen, oder? Hören Sie, wir wissen ja noch nicht mal, wann Ihre Schicht vorbei ist. Könnten Sie nicht mal kurz rübergehen und auf die Uhr sehen? Sie werden sehen, Ihre Schicht ist vorbei. Ich kann doch meinen Posten nicht verlassen, nur um auf die Uhr zu sehen. Zivilstrafrecht, Abschnitt 8, unter... Aber wenn Sie auf die Uhr schauen und es ist wirklich Schollenspülzeit, dann hätten Sie Ihren Posten ja gar nicht wirklich verlassen. Weil Sie rein technisch gesehen ja schon gar nicht mehr im Dienst waren. Stimmt's nicht? Könntest du das nochmal wiederholen? Für was für einen Idioten halten Sie mich eigentlich? Ja. Hören Sie! Wir wollen nur ein paar Schollen runterspülen. Was ist daran so schlimm? Ich denke doch, ich habe deutlich ausgedrückt, dass die Schollenspülzeit vorbei ist. Kommen Sie wieder, wenn die Uhr von Trickreich zum Ende meiner Schicht geschlagen hat. Zu diesem Zeitpunkt werde ich genau 30 Minuten damit verbringen, zu meiner Behausung zu pendeln. Wo ich mich, nachdem ich mich vom einwandfreien und sicheren Zustand des Hauses überzeugt habe, zur Abendruhe zurückziehen werde. Bis dahin aber stehe ich vor diesem Spülettablissement hier Wache mit der selbstlosen Hingabe, die von einem Profi des Örtchen-Sicherheitsdienstes erwartet wird. Wie ist es mit
Bestechung? Was könnte mich dazu verleiten, das Gesetz zu brechen und damit die unbefleckte Ehre des Toilettenwachdienstes zu besudeln? Mal? Die beruhigende Gewissheit, jemandem in Not geholfen zu haben? Bis später, Gentlemen. Netter Versuch, Kumpel. Schade. Ich dachte schon, ihr wolltet mir einen bequemen Sessel oder Stuhl anbieten. Ja doch, ja. Können wir besorgen. Nur lassen Sie uns rein. Der Versuch, einen professionellen Wächter des Örtchen Sicherheitsdienstes zu bestechen, ist ein direkter Verstoß gegen den Unterparagraphen 13 in Abschnitt 5 des Strafgesetzbuches von Trickreich. Lassen Sie davon ab und verschwinden Sie. Oder Sie bereiten Ihre Hinterteile auf die Mutter aller Prügelstrafen vor. Ja, gut, dann wissen wir immer noch nicht. Aber vorher wollte ich Sie noch wissen lassen, Schicht vorbei dass ist. Mit Ihnen zu reden so war, als hätte ich meinen Kopf gegen eine Betonmauer gerammt. Nur schlimmer. Vielen Dank, Bürger. Es war mir durchaus eine Freude, Ihre illegalen Absichten zu vereiteln. Sehr sympathisch. Also, da beim einem Dings müssen wir wahrscheinlich anrufen. Das können wir gleich machen. Der Typ hier hat irgendwann seine Schicht vorbei. Wir wissen nicht wann. Weil ich würde sogar sagen, bevor wir. Ich denke, hier könnte es auch cool werden, aber ich habe jetzt irgendwie richtig Lust, noch die Folge hier bei Wack mir anzurufen und zu schauen, ob wir die Fragen beantworten können oder ob wir da noch was nachforschen müssen. Wald. Landschaft. Ach ja, bei heutigen Spielen kann man ja einfach so reisen und muss nicht durch die ganze Screen gehen, oder? Oder immerhin kann man da Dings überspringen, aber ist eigentlich auch was Entspannendes, ne? Wenn wir hier immer an Fluffy vorbeilaufen. Fluffy Schnuckerlhäschen. No. Warte, wo war dies? Was wollte ich noch mal machen? Hä? Achso, anrufen, ist wunderbar. Genau. Ich bin echt ein bisschen vergesslich gerade. Telefon. Blau. Lila. Rot. Orange. Gelb. Grün. Orange. Okay. Ich bin gespannt. Willkommen bei Wackmies lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß ist heiß. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort okay. aus. Bereit? Frage 1. Welche Farbe hat Jims Fell? War es blau gerade? Frage 2. Welche Farbe haben die Fischschwänze oben am Örtchen? Die waren golden. Also gelb, oder? Frage 3. Ja. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Fauchs Fell? War das die Orangene? Doch, sicher, sicher. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der rechten Schulter einer Patrouillenuniform des Örtchen Sicherheitsdienstes findet? Orange. Frage 5. Wahrscheinlich ist falsch welche alles. Welche Farbe hat Clefs Halsband? Boah, ich weiß, wenn es jetzt nicht kam, sage ich lila. Keine Ahnung. Und unsere letzte Frage lautet... Ja, wir haben eh nicht gewonnen. Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Jims Gym weist? Willst du mich verarschen? Was sind das für Fragen? Aber machbar, machbar. Oh, wie schade. Sie haben leider nicht alle unsere Fragen richtig beantwortet. Aber versuchen Sie es doch mal nochmal. Ja.
Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt, ich beende jetzt die Folge und gehe jetzt gleich zum Trickreich, schauen wir die Farben an und dann machen wir das Telefon einfach nächste Folge weiter. Dann sehen wir uns da hoffentlich und gewinnen irgendwas bei Wack Me. Bis dahin. Ciao.